Bei jedem Wetter sind sie mit dem Rad unterwegs, Harald und Dorothea. Sie vertraut dabei allein auf ihre Muskelkraft. Ich bin so aufgewachsen, ich bin schon in die Schule, Kindergarten, Schule, eigentlich immer mit dem Fahrrad gefahren. E-Bike brauche ich im Moment nicht. Solange ich das noch die Berge hier in Fulda noch schaffe, geht es auch so noch. Er hatte fürs Fahrradfahren nie was übrig, denn das war ihm viel zu anstrengend. Ich habe immer an der Klinik gearbeitet, also auch immer schwer bergauf. Und das war mit über 120 Kilo Gewicht einfach gar nicht möglich. Ohne Motor hätte ich da eine halbe Stunde abkühlen müssen und duschen müssen und das ging eben nicht. Seit er vor 6 Jahren das erste Mal auf einem Pedelec saß, hat sich sein Leben verändert. Ich habe eine neue Lebenspartnerin gefunden und die hatte dieses Rad und hat es mir einfach gegeben. Und ich bin super glücklich damit. Aber ist so ein Elektrorad nicht doch eher was für Faule? Angela Franke findet das nicht. Die Fahrradprofessorin entwickelt an der Uni Kassel zeitgemäße Strategien für den Radverkehr und will über das E-Bike mehr Menschen aufs Fahrrad kriegen. Das ist das Fahrrad, was an sich gefehlt hat, insbesondere in Städten mit einer schwierigen Topografie. Also wie hier in Kassel, es ist bergig. Insbesondere auch für Personen, die wieder aufsteigen, die eben jetzt sagen, ich möchte gern Fahrrad fahren, fühle mich aber vielleicht nicht fit genug oder auch nicht körperlich in der Lage. Perfekt dafür. So sieht das auch Harald. Doch mittlerweile ist sein Pedelec in die Jahre gekommen und hat schon den 4. Motor. Da könnte mal ein neues her. Im Fahrradladen will er sich schlau machen, was für ihn geeignet wäre. Man hat beim Motor die Newtonmeter, das ist das Entscheidende. Und da geht es von 60 bis 85. Und das sind bei dir 80, 85 Newtonmeter, Akkugröße 630 bis 750 Wattstunden. Mit was anderem braucht man da hier in der Rhön gar nicht anzufangen. Immer mehr Menschen setzen aufs E-Bike. Deutschlandweit war 2022 fast jedes zweite verkaufte Rad motorisiert. Bei Händler Peter Hahner in Fulda sind es sogar 90%. Er selbst fährt seit 7 Jahren elektrisch. Anfangs war das noch ein Imageproblem. Dann hat mich ein Kunde aus dem Auto raus angequatscht, was ist denn mit dir los? Bist du jetzt zum Senior geworden, und weil du E-Bike fährst? Und er saß halt in 2000 Kilo Blech. Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt. E-Bikes sind längst nicht mehr nur bei Senioren beliebt. Laut einem großen Händler sind 14% der Käuferinnen und Käufer zwischen 18 und 30 Jahre alt. Insgesamt rund 3/4 liegen im Alter von 30 bis 60 Jahren. Älter als 60 sind nur 12%. Viele fahren heute mit dem E-Bike auch zur Arbeit und kommen oft schneller, entspannter und weniger verschwitzt an als mit dem normalen Fahrrad. Harald ist früher mit dem Rad nicht mal zum Brötchen holen gefahren. Mit dem E-Bike sieht das jetzt ganz anders aus. Ich mache alles mit dem Fahrrad. Also ich bin heute Morgen schon wieder einkaufen gewesen. Ich bin gestern über 40 Kilometer damit gefahren. Mein Ziel ist eigentlich im Schnitt über das ganze Jahr jeden Tag mehr als 20 Kilometer zu fahren. Dorothea hat gar kein Auto und ist seit vielen Jahren nur mit dem Rad unterwegs. Weniger mache ich Touren. Wenn andere dann die erste Mai-Tour machen, bleibe ich zu Hause. Und fahre aber sonst eigentlich täglich und fahre so circa 30 bis 40 Kilometer in der Woche. Zwar fährt Dorothea nicht so viele Kilometer wie Harald, aber sie tritt viel stärker in die Pedale und fordert dabei ihren Körper mehr. Fahrradfahren ist wie beim Sport allgemein. Wenn man sich angestrengt hat, gibt es Glücksgefühle und man freut sich über seine eigene Leistung, die man vollbracht hat. Bei ihm hilft der Motor mit. Aber hat das dann überhaupt einen positiven Gesundheitseffekt? Das wollte Harald wissen und hat an einer großen Studie der Medizinischen Hochschule Hannover teilgenommen. Da geht es um Langzeitfolgen, also was man erlebt, was man medizinisch erlebt, was an Stürzen passiert, aber auch was einem selber so von der Gesundheit her passiert. Die Ergebnisse der Studie haben sogar die Forschenden erstaunt. Pedelec-Fahrende sind je nach Trainingszustand mit 60-80% der maximalen Herzfrequenz unterwegs. So ein ideales Grundausdauertraining wirkt sehr positiv auf Herz und Kreislauf.
Schon lange ist bekannt, dass regelmäßiges Fahrradfahren gut ist fürs Herz. Nicht aber, dass das auch fürs E-Biken zutrifft. Wer täglich 12 bis 15 Kilometer mit dem E-Bike fährt, reduziert sein Herzinfarktrisiko um 40%. Das Risiko für Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörung sinkt um 50%. Und das Krebsrisiko um 30%. Laut dem Studienleiter sind die positiven Effekte beim klassischen Fahrrad jeweils noch ein bisschen größer. Ob Fahrrad oder E-Bike, die Bewegung regt die Durchblutung an. Das vermindert das Risiko, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken und schützt auch vor Osteoporose. Denn Knochen und Knorpel werden stimuliert und die Knochendichte steigt. Harald hat etwa 20 Kilogramm abgenommen, seit er regelmäßig radelt. Ich habe Diabetes gehabt mit höherem Gewicht. Und natürlich bin ich immer noch Diabetiker, aber meine Werte sind super viel besser geworden. Und ich konnte die meisten dieser Blutzuckermedikamente absetzen. Viele Menschen mit Gesundheitsproblemen kommen durch das Pedelec überhaupt erst wieder auf den Sattel. Peter Hahner sieht das jeden Tag in seinem Laden. Wenn der Motor nicht helfen würde, würden diese Menschen einfach kein Rad fahren. Und das wäre natürlich sehr schade. Und das sind jüngere Menschen, die einfach einen Unfall hatten, oder mittlere Menschen mit Alter, körperliche Gebrechen einfach haben, oder halt einfach alte Menschen. Und die fahren dann auch. Und das ist für alle einfach ein Gewinn. Ein entscheidender Unterschied zwischen Fahrrad und E-Bike: das Gewicht. Geht es mal nicht weiter, trägt Dorothea ihr Rad einfach die Treppe hoch. Ich nehme mein Fahrrad gerne im Zug mit und es ist viel einfacher, das die Treppe hoch und wieder runter in den Zug rein und raus zu kriegen, als wenn ich jetzt ein schweres E-Bike hätte. Ein E-Bike wiegt etwa 10 Kilogramm mehr als ein vergleichbares Fahrrad. Da artet nicht nur das Überwinden von Hindernissen leicht zum Krafttraining aus, auch das Fahrverhalten unterscheidet sich. Die neueren Räder haben wieder mal noch mal neuere, bessere Bremsen. Da muss man sich eben auch wirklich einüben. An die Fahreigenschaften müssen sich Ungeübte erst mal gewöhnen. Ein Problem, weil viele aufs Pedelec steigen, die wenig Fahrraderfahrung haben. Angela Franke arbeitet gerade an einem Forschungsprojekt zum Thema Unfälle. Wir sehen es auch in der Statistik, dass momentan gerade eben durch den Boom der Pedelecs auch die Anzahl an Alleinunfällen, aber auch an Unfällen insgesamt von Pedelecs steigt. Pedelecs sind schwerer und schneller und häufig ungeübtere Fahrende. Schlechte Kombination. Die Geschwindigkeit wird vor allem in Kurven unterschätzt, sodass da eben das dann zu Unfällen kommt. Im Vergleich mit dem Fahrrad enden Pedelec-Unfälle häufiger tödlich. 2021 sind 8-mal mehr Menschen im Straßenverkehr mit dem Pedelec verunglückt als noch 2014. Das liegt natürlich nicht zuletzt an den steigenden Nutzungszahlen. Und wie sieht es mit der Ökobilanz von E-Bikes aus? Negativ schlagen hier klar die Akkus zu Buche, heute meist Lithium-Ionen-Akkus. Die Gewinnung der Rohstoffe und die Herstellung verursachen CO2-Emissionen. Wir wissen, dass die Lebensdauer eines Pedelecs im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrrad natürlich deutlich niedriger ist. Sprich, diese Erstanschaffung eines Fahrrades und dementsprechend ja auch CO2, was benötigt wird, um dieses Fahrrad herzustellen, ist deutlich höher, als das normale herkömmliche Fahrrad ist. Ein Pluspunkt fürs klassische Rad also. Trotzdem haben E-Bikes das Potenzial, sehr viel CO2 einzusparen, wenn man dafür sein Auto stehen lässt. Laut Umweltbundesamt ist das Pedelec gut 12-mal klimafreundlicher als das Auto. Aber was ist denn nun besser, Fahrrad oder E-Bike? Da gibt es keinen besser oder schlechter, da gibt es verschiedene Zwecke und verschiedene Strecken. Dorothea und Harald sind jedenfalls beide gesund unterwegs und viel nachhaltiger als mit dem Auto.